Jo, liebe Leute, Theo hier. Heute begrüße ich euch recht herzlich zu einem kleinen Video. Und zwar will ich mal alle Gerüchte aufklären, die um das DLC sich zurzeit drehen. Und zwar um das Super Mario Odyssey DLC, Leute. Ihr wisst ja alle, jetzt im Dezember kommt das Zelda Breath of the Wild DLC. Und da nehmen viele an, dass Nintendo auch was raushaut zu Super Mario Odyssey, ein DLC. Aber Leute, bevor ich mit dem kleinen Talk anfange, wollte ich erstmal nochmal das kleine Gewinnspiel. Das geht jetzt noch bis zum nächsten Video. Nächstes Video löse ich das auf. Deswegen letzte Chance noch einmal. Ihr müsst Abonnent sein und einen Kommentar schreiben. Dann könnt ihr einen NES Amiibo gewinnen. Und ich würde sagen, wir klären das mal die Frage, ob ein DLC überhaupt in Frage kommen würde. Und ja, Leute, ganz glasklar, für mich ist es offiziell, es kann auf jeden Fall ein DLC kommen und es wird auch 100% eins kommen, ich bin mir zu 100% sicher. Wenn sie alleine schon bei Zelda, bei einem Zelda ein DLC bringen, was eine nie erreichte Größe hatte, warum das gleiche nicht bei Mario? Das Mario ist wirklich das größte Mario von allen bis jetzt und es wäre perfekt für DLCs, Leute, ganz ehrlich. Also, wir haben die ganzen Königreiche, wir könnten zum Beispiel ein neues Königreich kriegen, da komme ich auch gleich noch speziell drauf, oder wir könnten neue Outfits haben, wir könnten neue Power-Ups, also neue Gegner kriegen. Aber ich denke, wenn wir ein DLC kriegen, dann kriegen wir mindestens ein bzw. zwei neue Königreiche plus neue Outfits. Und ich denke aber, das Ganze wird erst im Frühjahr 2018 kommen. Also die Gerüchte von jetzt sind nicht wahr, dass irgendwie dieses Jahr noch was kommen soll. Ich habe da gestern was drüber gelesen. Nein, Leute, es gibt nichts Offizielles und wenn das was rauskommt, dann erfahrt ihr es hier natürlich als erstes. Es gibt natürlich das große Gerücht mit Isla Delfino, weil als das Spiel rauskam, gab es eine kleine Map bzw. eine Map geleakt irgendwo, wo Isla Delfino drauf war, kurz unterm Pilzkönig. Und da ist jetzt die Frage, war das eventuell ein Leak auf das DLC? Könnte das sein, Leute? Oder es war einfach nur ein kompletter Fake? Ich kann mir durchaus beides vorstellen, auch besonders, dass Isla Delfino als DLC nachgereicht wird. Das ist ja sowieso so eine Vorstellung, die viele Fans bzw. schon viele YouTuber hatten, weil dieser Globus ist nun mal die Welt von Mario und da ist nicht nur das Pilzkönigreich vorhanden, da müsste theoretisch auch Isla Delfino irgendwo sein und da wir den Globus komplett hier sehen und kein Isla Delfino drauf ist, ist das Ganze schon ein wenig verdächtig, weil es müsste irgendwo die Landmasse sein. Und wenn man schon das tropische Königreich sieht, was ja wirklich nicht so geografisch so riesig ist, also dieses vergessene Königreich, dann denke ich, dass man Isla Delfino auch sieht, weil viele behaupten einfach, dass Isla Delfino so klein ist, die Map, und dass wir deshalb sie nicht sehen, weil die Landmasse einfach zu klein ist, um sie irgendwie auf dem Globus so jetzt darzustellen. Aber nein, Isla Delfino ist, denke ich mal, größer als zum Beispiel das vergessene Königreich. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das eventuell nachreichen. Was für Elemente könnten sie noch nachreichen? Ein downloadable Content wird es sein und ich denke, sie werden dann noch vielleicht weitere Outfits, ist, glaube ich, mal ziemlich naheliegend, weil es nicht viel Arbeit ist. Vielleicht sind sie schon im Spiel irgendwo vorhanden und sie müssen sie nur freischalten. Da könnte man jetzt einfach mal ein paar Mario-Spiele durchgehen und gucken, was für Outfits gab es noch in der Vergangenheit, die sie reinbringen könnten, irgendwas Geiles oder eventuell sogar spielbare Charaktere, Leute. Wie geil wäre das? Das haben mir schon viele abgeschrieben, weil es halt die Outfits gibt. Es gibt ja verschiedene Outfits von Luigi, Waluigi und Wario, dass ich Mario die sozusagen anziehen kann und dann ist er sozusagen erstmal der Charakter, aber er ist halt noch Mario. Ist ein bisschen lame an sich. Ich hätte mir auch andere Charaktere gewünscht und eventuell ist das noch eine Option für später. Eine weitere Option für ein DLC wäre einfach, dass sie die vorherigen Königreiche, die jetzt schon bestehend sind, einfach nochmal erweitern, wie man es zum Beispiel macht, wenn man das Spiel durchspielt, dann gibt es ja die Mondfragmente, also die großen, fetten Vierecke, die man dort aktivieren kann, dass weitere Monde und noch weitere kleine Gebiete sich öffnen in den einzelnen Königreichen und dass man dort sozusagen die Königreiche expandiert, dass sie das so etwas nochmal machen letztendlich, dass Königreiche noch ein bisschen expandiert werden und nochmal größer werden, noch mehr Monde dort zu holen sind, noch mehr lila Münzen und dass man sozusagen den jetzigen Königreichen nochmal ein bisschen klein mehr Spielwert gibt, aber ich denke, das haben sie sozusagen schon getan, indem man das Spiel durchgespielt hat, deswegen ist das eine Option, die nicht so plausibel ist. Ich denke wirklich, wir kriegen mindestens ein oder zwei neue Königreiche, also ein Königreich wäre schon ein bisschen wenig, wenn ich mal bedenke, wie schnell man theoretisch mit einem Königreich durch sein kann, da müsste theoretisch ein bisschen mehr geliefert werden, weil wir wissen ja auch Nintendo, Leute, die werden uns nichts Billiges auftischen, wie es EA macht oder sonstiges, einfach billige DLCs für 20 Euro, 25 Euro auftischen, wo man marginal wenig Inhalte dazu kriegt, was wirklich lächerlich ist, dass man sozusagen das Spiel für den Vollpreis kauft und dann sozusagen nur ein halbes Spiel kriegt, Leute. Ihr kennt alle die Debatte. Aber so ist Nintendo nicht, Leute. Ich glaube, das wird sich jetzt schon zeigen bei dem neuen Zelda Breath of the Wild DLC, dass Nintendo nicht so ist und richtig, richtig viel Inhalte dazu liefern. Bestes Beispiel ist zum Beispiel CD Projekt Red aus Polen, die kleine Firma, die The Witcher auf die Beine gestellt hat und The Witcher 3. Das DLC, Blood and Wine, das war wirklich ein DLC, das war absolut krass, Leute. Also das ist wirklich das größte DLC, was ich jemals gespielt habe, ohne jeglichen Vergleich. Es ist wirklich das krasseste, nichts kann man damit vergleichen. Und ich denke, Nintendo wird sich auch auf dem Niveau einreihen und auch ein riesige Inhalte dazu bringen zu Mario Odyssey, weil das Grundspiel allgemein schon so ein Meisterwerk ist. Wenn nicht das beste Spiel für mich ist, ist Mario Odyssey das beste Spiel aller Zeiten. Jetzt seid ihr gefragt in den Kommentaren. Erstmal, was glaubt ihr, wird dazu geliefert? Wie groß wird das sein? Und beziehungsweise auch, wann es kommt, Leute? Glaubt ihr auch wie ich, dass es im Frühjahr kommt und dass jetzt im Winter schon angekündigt wird, eventuell Mitte, Ende Dezember, dass es dann schon angekündigt wird für Frühjahr? Das wäre natürlich super
super. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Damit bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.